Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber als ich vor, ich glaube, 2 Monaten oder so meine Roomtour hochgeladen habe, da habe ich euch gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich euch vielleicht irgendwann später nochmal ein Update gebe oder wenn sich irgendwas verändert, dass ich euch quasi dabei mitnehme. Und ihr habt über 300.000 Daumen hoch gegeben. Also ich glaube, ihr habt auf jeden Fall Bock. Und heute verändert sich was. Ich will nämlich unbedingt einen Pool haben. Das Wetter ist jetzt seit Tagen so mega gut. Und ich habe mal geguckt, im Baumarkt gibt es richtig große Pools, die, glaube ich, auf unsere Balkon passen würden. Und ich will unbedingt jetzt so einen holen. Und dachte mir, ich verbinde so ein kleines Balkon-Update gleichzeitig mit einem Vlog zusammen. Und, was ist das? Socken. Und? Deine Socken in unserem Flur. Lagen die auf dem... Ihhh, du bist voll ekelhaft. Ja, also ich habe in den ganzen 4 Jahren, wo ich YouTube mache, erst 2 Vlogs, glaube ich, auf meinem Kanal hochgeladen. Das abgesehen von meinen... Was denn? Bei Steffi, du drehst jetzt Vlogs und keiner will die sehen. Ja, das wäre scheiße. Ihr müsst mir auf jeden Fall mit dem Daumen nach oben zeigen, ob ihr Bock drauf habt. Und wenn ich über... 100... Ach, darf ich die Zahl aussuchen? Ja, okay. 148.000. 148.000. Okay, wenn ich mehr als 148.000 Daumen hoch auf dieses Video bekomme, dann drehe ich auf jeden Fall bald nochmal einen Vlog. So, ohne Scheiß, ich bin heute Morgen aufgewacht. Dieser Gedanke war einfach in meinem Kopf, der mir, ich brauche einen Pool und zwar jetzt sofort. Deswegen fahren wir jetzt in irgendeinen Baumarkt und besorgen einen Pool. Woo! Wir sind gerade angekommen und ich habe mir so einen wunderschönen Zettel gemacht, wo die ganzen Maße von unserem Balkon drauf stehen. Und jetzt suchen wir... die Poolabteilung. Und dann freust du dich? Ja. Ja. Ah, warte, ich habe die Pools gefunden. Tada. Boah, nicht dein Ernst. Guck mal, diesen Pool hier habe ich im Internet schon gefunden und ich wollte den eigentlich bestellen. Da dachte ich mir, nee, ist egal, ich nehme den Pool jetzt nicht. Dann nehme ich halt einen anderen, weil ich wollte den jetzt sofort haben. Ich wollte nicht warten, bis der mir geliefert wird. Und jetzt gibt es den einfach auch hier. Der ist so geil. Wie hier angelaufen kommt, wie so 2 Babos. Das ist ja voll hässlich. Hä, wieso? Dann können 4 Leute da voll chillig drin sitzen. Aber... Guck mal, das Ding ist, wir haben nicht so viel Platz. Wir haben 2,30 Meter. Der darf nicht breiter als 2,30 Meter sein. Und hier haben wir 3 Meter bis zur Tür, falls wir den hier in die Ecke stellen. Der passt auch nicht. Der ist auch zu groß. Und das ist schon der kleinste. Der ist ja viel zu groß, der ist viel zu... Ich will einen viereckigen. Viereckig ist viel cooler. Es gibt aber jetzt keinen viereckigen. Okay, warte, 2,29 Meter. Oha, 2,29 Meter. Wir haben 2,30 Meter Platz. Oh, Bianca. Ja, das passt doch. Nein, der dehnt sich dann auch noch ein bisschen auf. Ich habe einen Plan, wenn wir den hier in die Ecke reinstellen, dann haben wir hier eine Tür, dann haben wir hier die Tür für den Bereich und hier haben wir auch nochmal... Das ist eine Tür? Nein! Frauen. Nein, das... Hier soll jemand lang gehen. Nein, hör mir mal zu. Klärt euch dann nachher durch meinen... Nein, hör jetzt auf, Julian, ich möchte es dir doch erklären, du bist einfach unfassbar dumm. Wieso verstehst du das denn nicht? Guck mal. Wenn du mich nochmal dumm nennst, dann werde ich ungünstige Perspektiven filmen. Macht eigentlich der Raphael da? Nimm den Pool, Raphael, wir gehen. Finde ich... Ich hab's überzeugt. Woo. Frauen haben einfach immer das letzte Wort. Ist so. Kann mir jede Frau hier drunter schreiben, oder? Wir haben einfach immer die passenden Argumente, um unseren Willen durchzusetzen. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Julians Schwester kommt nämlich gleich zum Grillen. Wir müssen vorher noch einkaufen. Ich will den Pool noch aufgebaut haben. Entschuldigung, wo finden wir denn einen Gartenschlauch? Das ist eigentlich sehr einleuchtend. Dankeschön. Scheiße, das war richtig peinlich. Das Problem ist, dass wir, wie Julian schon vermutet hat, nicht wissen, welche Schlauchgröße wir brauchen. Als ob ich darüber nachgedacht habe, dass es verschiedene Schlauchdurchmesser gibt. Ich dachte, im Garten ist halt ein Gartenschlauch. Ihr wisst bestimmt aus Julians neuem Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, wie er den größten Luftballon der ganzen Welt aufgepumpt hat, ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Infobox und am Ende. Auf jeden Fall ist dabei diese Luftpumpe, die wir uns gerade neu gekauft haben, kaputt gegangen. Und er hat die gerade mit so Panzertape repariert, damit wir jetzt unseren Swimmingpool aufpusten, blasen können. Lass die Spiele beginnen. Hast du schon gezeigt? Ja, ich hab's schon gezeigt. Ich hab mich schon gelobt. Boah, scheiße. Voll die coole Idee, Junge. Dann hättest du nicht so eine coole, kreative Freundin wie mich, hätten wir jetzt keinen Pool. Ja, noch haben wir noch keinen. Was ist das? Das ist ein Loch.
Leute, ich habe jetzt einen Schlauch zusammengebaut und jetzt müssen wir gucken, ob es hier drauf passt. Boah, ich habe so Angst, dass es nicht passt, ohne Scheiß. Das wäre der größte Fail ever. Nein! Nein! Warte. Mann, das kann doch nicht sein. Ah, warte! Das muss ja gar nicht da drauf. Ja! Oder? Nein? Oder? Scheiße! Ich glaube, es passt! Es passt! Wie geil! Ich freue mich gerade so. Ja! Juhu! Hä, wieso kommt da jetzt nichts? Wow! Oh, Alter! Sorry! Richtig opfermäßig. Ich habe keine Ahnung warum, aber aus unserem Schlauch kommt so wenig Wasser, dass die beiden Jungs hier entschieden haben, jetzt mit Flaschen den Pool zu befüllen. Zeig dir mal. Ja, ich zeig euch den jetzt nochmal. Der sieht einfach so geil aus. Der ist vor allem so riesig. Julian kann komplett drin liegen, habt ihr ja eben, glaube ich, schon gesehen. Ah, ist heiß. Ach so, macht ihr heißes Wasser rein? Ja, ich doch, wie gesagt, wir sollten. Ja, voll die geile Idee, richtig gut. Der Pool läuft immer noch voll und die Bianca, Julans Schwester, ist jetzt gerade gekommen. Die hat sich da draußen gemütlich gemacht. Heiß und was ist das denn für ein Eisblock? Hä, könnt ihr den mal irgendwie kaputt machen? Das ist ja voll scheiße. Oh, ist das kalt! Das ist ja. Das ist ja viel zu kalt. Nein, hör auf, bitte! Bitte! Schau doch mal aus, das. Wow! Warte, ich bin. Ah! Bitte hör auf, Julian! Ne, ein Getränkehalter. Wie geil ist das denn? Guck mal, hast du schon den Pool? Zeig mal den Pool hier. Julian, auf deiner Chillheitsskala von 1 bis 10, wie viele findest du es gerade? 4. Was? Warum denn nur 4? Soll ich aufhören zu filmen? Neuer Titel. Wir waren die ganze Zeit im Pool bis jetzt gerade und ich liege jetzt hier mit der Bianca. Man sieht hier überhaupt nicht, oder? Ja. Egal, auf jeden Fall mit Julians Schwester liegen wir jetzt hier die ganze Zeit und ruhen uns ein bisschen aus und machen einfach mal gar nichts. Muss auch mal sein, oder? Ich habe schon voll vielen Freunden Fotos von dem Pool geschickt und alle haben gesagt, boah, mega geil, ich will sofort reinjumpen, richtig cool. Weißt du, wir sind gerade essen gewesen, das habe ich vergessen mitzufilmen, aber wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und wir haben ungefähr seit 10 Kilometern oder so ein Polizeiauto hinter uns, was ich durchgehend verfolgt. Ich habe gerade einen richtig harten Fehler gemacht, ich bin auf die andere Spur aus Versehen gefahren, um ein Fahrradfahrer zu überholen. Ach so, ja, Alter, die ohne Scheiß. Die sind uns durchgenommen verfolgt. Die sind in unserem Alter, Mann. Die kleben so an uns dran. Ich will fragen, ob die Bock auf eine Party haben. Oh, 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 jetzt leuchten sie. Jetzt wir werden angehalten. Ich jetzt? Ja, natürlich du. Seht ihr das? Seht ihr das? Es leuchtet rot. Oh mein Gott, scheiße. Polizei, was haben wir da angestellt? Halt okay. Kamera, okay, warte, ich halte jetzt an der Kamera falsch rum. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einmal Führerschein, Fahrzeugschein von den Beifahrern, einmal einen Ausweis gehabt. Ja, haben wir Fahrzeugschein? Ach so, sorry. Ich muss ich morgen in die Tür. Ja. Der ist seit 3 Monaten abgelaufen. Okay. Echt jetzt? Ja. Kostet eigentlich auch Geld. Schönen Abend. Ja, danke. Danke, ebenso. Als ob, Leute, unser TÜV ist seit über 3 Monaten abgelaufen und wir wussten es einfach gar nicht. Die waren richtig lieb, die haben die ganze Zeit so das Auto umleuchtet und so. Die eine so, was machen wir jetzt mit denen? Hat die gesagt? Ja. Oha, voll lieb, dass sie uns haben fahren lassen. Ich sag auch noch zu Bianca, die sind voll jetzt 100% ja. An. Ey, wie krass, Mann, ich mache einmal in meinem ganzen Leben einen Vlog, ja? Und jetzt wird er einfach von der Polizei angehalten. Was? Ja, vor allem habe ich es auch noch angekündigt. Den TÜV kriegen wir nie mehr rein. Der ist doch total Schrott, der Wagen, so oft wie du den gegen die Wand gesetzt hast. Sie mich verarschen, hier ist überhaupt gar nichts Schrott am Wagen. Die Bibi ist locker 4-mal gegen die Wand gefahren. Überhaupt also nicht schnell, nicht. Immer so beim Einparken, so buff. Gestern im Stau ist sie im Auto hinten drauf gefahren. Da war aber so eine lange Stange, die Frau dreht sich herum und sagt, fahren Sie weiter. War irgendwie noch, ups. Kann ja mal passieren. Wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag. Ich war gestern so müde. Wir wollten eigentlich noch voll viel machen, aber ich bin einfach eingepennt. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch einmal abschließend den Balkon, wie der jetzt aussieht und was sich alles so verändert hat.
Wenn man rauskommt, haben wir hier immer noch die Ecke mit dem Sitztisch. Mit dem Esstisch meine ich natürlich. Hier steht der Grill und wenn wir jetzt hier gerade auslaufen, hat sich hier auch nicht wirklich was verändert. Hier steht einfach gar nichts. Das war vorher auch so. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung laufen, ist hier unsere Palme mit dem Pool. Oh mein Gott, es sieht einfach so geil aus. Da stand ja vorher diese Lounge, die mussten wir wegstellen. Die steht jetzt, wenn wir einmal hier dran vorbeilaufen, auf der Seite. Woo! Da sind die Liegen mit der Lounge hinten durch. Ich finde, das ist auch so geil. Das sieht einfach so hammergeil aus. Und ich finde das auch viel chilliger. Jetzt ist nämlich die Lounge hier hinten in der Ecke. Und es ist voll der Sichtschutz zu unserem Nachbarn. Da war vorher halt alles frei und da ist ein anderer Balkon noch. Und jetzt kann man einfach mega geil hier chillen und hat einfach seine Ruhe und wird von niemandem mehr gestört. Ich finde es mega cool so. Ich bin mal gespannt, nach wie vielen Tagen wir das erste Mal das Wasser ablassen müssen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie wir das Wasser ablassen sollen. Ich werde euch auf Snapchat dabei begleiten. Also folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich blende euch hier mal meinen Namen ein. Bibis.beauty heiße ich da. Und sonst würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, einfach mal so einen Tag von mir mit der Kamera zu begleiten. So einen random Tag eigentlich. Ich hoffe, es war auch cool anzuschauen. Wenn ja, unbedingt Daumen nach oben. Ihr wisst, bei, ich glaube, 148.000 war es oder so, werde ich einen neuen Vlog drehen. Jetzt verlinke ich euch noch Julians neues Video. Er hat auch heute ein neues Video hochgeladen. Das gibt es hier auf der Seite. Er testet mit meinem Cousin Raphael die perversesten Dinge, die es so zu bestellen gibt im Internet. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch unsere Roomtour. Und tatsächlich hat sich in der kompletten Wohnung einfach gar nichts geändert. Das Problem ist einfach, dass wir seit über 10 Wochen auf unsere Liege im Wohnzimmer warten und wir haben irgendwie noch keine schönen Bilder gefunden, die wir an die Wand hängen können, und sonst ist eigentlich auch alles schon so gewesen, wie wir wollten. Hoffentlich seid ihr auch bei meinem nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, gebe euch ein Küsschen und sage Tschüss!